Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Und zwar, wir sind heute hier weiter beim Einsiedler, um zu schauen, weil Madison hat uns ja ihren Gemo mitgegeben. Und wir müssen schauen, dass der den da jetzt repariert. Irgendwie so. Ich habe den Namen mitbekommen. Ich war einfach nur nicht mit dir reden. Madison hat sich also geschickt. Klar, was immer du sagst. Lass mich in Frieden. Ja, okay, mal sehen. Was hast du denn für einen Beweis, dass Madison dich geschickt hat? Game-O? Woher soll ich wissen, dass du ihn nicht gestohlen hast? Ich werde dich eh nicht eher los, oder? Wir können es so machen. Ich kann sehen, dass du ein Pferd dabei hast. Wenn du mir deine Frage über Pferde beantworten, oder wenn du mir meine Fragen über Pferde beantworten kannst, kann ich dir vielleicht Glauben schenken. Okay, wenn du drauf besteht. Frage bitte. Was ist kein Pferd? Weißt du, es hat vier Möglichkeiten. Ist keine Pferderasse. Oder Martina. Sieht so aus, als ob du Pferderasse in- und auswendig kennst. Relativ. Mit der Frage wirst du anfangen. Füße auf dem Boden. Wie lautet der korrekte Name für die Füße eines Pferdes? Hufe. Du wusstest, dass du das Hufe bezeichnet? Das Leben eines Pferdes. Wie nennt man Babypferde? Fohlen, selbstverständlich. Das stimmt. Du kanntest die Antworten zu meinen Fragen. Vielleicht sagst du doch die Wahrheit. Du weißt also einen gewissen Teil über Pferde. Ja, das sind eigentlich keine Meisterfragen, aber okay. Ich will immer noch nicht mit dir reden. Aber du könntest ein paar Fragen beantworten. Wie heißt denn dein Pferd? Moonfeather? Schöner Name. Ich kann mir den Gemo-Maschine, die du angeblich von Madison hast, anschauen. Wenn du beweisen kannst, dass du ein Reiter bist. Vielleicht hast du bei den Fragen nur Glück gehabt. Aber nur, wenn du die Wahrheit sagst und meine Rennstrecke schaffst, bevor die Zeit abläuft. Ansonsten werde ich nicht mit dir sprechen. Dann rede ich nur mit deinem Pferd, okay? Nimmst du die Herausforderung an? Sehr mutig von dir. Mach dich bereit, ich zähle runter. Okay. Ein Race! Ein Race, ein Race! Yay, Race! Love Race! Nee. Schmeiß dich in die Kurve, Moonfeather! Die Leute immer alle reinstellen müssen. Furchtbar. Na, da reißt mir einer die Haare vom Kopf. Was für eine Vorstellung. Welch außerordentliche Reittechnik. Das war zwar keine Herausforderung, aber in Ordnung. Ordnung, das war schlichtweg fantastisch. Wo hast du gelernt, so zu reiten? Ich bin beeindruckt. Sehr beeindruckt. Gemo? Ja, das war's. Es kann etwas dauern. Du kannst also gehen. Wieso? Wieso fragst du, ob du mir helfen kannst? Wenn ich dich schon nicht loswerde, dann kannst du vielleicht den Wasserdruck hier reparieren. Selbstverständlich, wir sind ja Alleskönner. Wir können Brücke bauen, Wasserdrücke reparieren, Ausseilzüge bauen, Pferde heilen, Rennstrecke bauen, Läden aufbauen, Kräne reparieren, Autos reparieren. Sehr viel halt. Du hast den Wasserdruck repariert? Na, da reißt leider die Haare vom Kopf. Das war schnell repariert. Ein fleißiger Reiter geschickt und noch dazu. Bist du sicher, dass er repariert ist? Kannst du Wasser reinfüllen, ohne dass was hinaussickert? Wo du Wasser findest? Du kannst Wasser aus der Pumpe holen. Hier, da hast du deinen, kannst diesen Eimer füllen. Okay. Na, sollte ich absteigen? So. Einmal aufgefüllt. Einmal umgedreht, Pferd. Sieht so aus, als ob du gute Arbeit mit dem Wasserdruck geleistet hast. Wenn ich nicht helfen kann, hilft niemand. Wie war es denn? Nochmal. Wenn es das war, dann kannst du jetzt gehen. Ich schaue mir den Gemo von Madison an. Warum bist du doch hier?
Ja, ich habe deine Frage, wieso ich eine Wasserdruckbesitzer mitbekommen. Aber ich wüsste nicht, wieso ich dir das beantworten sollte. Naja, du hast sicherlich gesehen, dass es hier Wildpferde gibt. Das Klima hier in Südhof ist nicht gerade das Beste für meine vierbeinigen Freunde. Die Pferde hier haben ein hartes Leben, weshalb ich alles tue, um ihnen zu helfen. Wenn ich es nicht tue, wer dann? Du willst helfen? Du magst die Wildpferde auch? Naja, ich denke es schon, dass du helfen kannst. Ich muss. Oh, du hast dein Feld mit Karotten aufräumen, wenn du helfen willst. Ich muss jetzt alleine sein. Okay. Doch, lass mein Pferd bei dir stehen. Du kannst mich unfair da unterhalten. Was er eh schon von Anfang an wollte. Ja, das hört sich an, als ob sie Bäume ausrupfen würde. So mit dem Seitenschneider. War andere Möglichkeit, das bei dem Unkraut ja nicht. Hatten wir das letzte Mal das Feld ausgejätet? Ist ja schon Jahrzehnte her. Schon so viele Bäume drin wachsen hier. Bäume, Sträucher, whatever. So. Reiß mir die Haare vom Kopf, das war schnell. Du bist ja schneller als ein Pferd. Danke. Ob du mir weiter mit den Pferden helfen kannst? Du willst helfen? Du weißt, normalerweise lasse ich Futter für die Pferde draußen. Weißt du nicht, du weißt. Weißt du, normalerweise lasse ich Pferde. Futter für die Pferde draußen. Damit es einfach für sie ist, hier zurechtzukommen. Wenn ich bereits sagte, ist das Leben für die Wildpferde hier nicht einfach. Die starken Winde verursachen, dass kaum etwas wachsen kann. Alles wird schlicht weggeweht. Meine Frage an dich wäre, willst du die Futterkisten hier verteilen? Du willst? Danke. Okay, dann verteilen wir heute diese Futterkisten noch. Konnte nicht so schwer sein. So. Dorthin, dahin. Die armen Pferdchen hier auf der Insel. Bestimmt wirklich früh wächst da nicht. Wenn die da überall drüber trampeln, ist ja irgendwie klar. Da halt wirklich noch was wachsen kann. So, einmal drüber gehüpft. Und dann haben wir noch dorthin den. So. Entschuldigung, ich wurde kurz abgehauen. Kiste dann noch abstellen. Dann kommen wir wieder zurück. Herr Einsiedler. Die Falle ist glatt. Sah alles okay aus? Nichts Ungewöhnliches passiert? Ich dachte, ich hätte die Pferde durch den Wind hindurch besagt wie Hanhöhe gehört. Ob du lange nichts Seltsames gesehen hast? Ich habe gerade erst eine neue Reitstrecke fertiggestellt, auf der ich dich herausfordern möchte. Es lief gut für dich auf der letzten Bahn, aber ich möchte sehen, ob du diese hier auch meistern kannst. Du kannst dieses Mal auf jeden Fall nicht pushen. Falls du das letzte Mal geschummelt haben solltest, wirst du es jetzt auf keinen Fall mehr Gelegenheit dazu haben, da ich sie gerade erst erstellt habe. Zeig mir, wie stark das Band zwischen dir und Moonfeather wirklich ist. Ah, du bist bereit, die Herausforderung anzunehmen? Ganz ohne Zweifel, du bist schon eine Mutige, das muss ich dir sagen. Machen wir das mal. Unsere Pferdchen können wir uns immer verlassen. Bleibt schon beim ersten Fass hängen. Fail. Höchste Konzentration. Damit es nicht noch peinlicher wird. Hep.
die Haare vom Kopf. Du bist eine waschechte Reiterin. Ich dachte, es wäre unmöglich, so gut zu reiten wie du, wenn man nicht die Sprache der Pferde spricht. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen mehr darüber, über deine Reittechniken lernen, Autumn. Ich liebe sie. Du bist praktisch auf Mundfutter geflogen. Ich repariere Madisons Gerät. Ich bin technisch sehr gut gebegabt, auch wenn es man mir es nicht ansieht. Sie bekommt es das nächste Mal, wenn sie hier ist. Wenn du wieder weiter einfach mal, kannst du gerne wiederkommen. Ich stoppe dann die Zeit, während du die Strecke entlang reitest. Aber jetzt muss ich andere Dinge erledigen. Okay. Ich habe gerade keine Lust mehr auf dich. Du musst jetzt gehen. Ich muss alle Mühe erzählen. Tschüss. Okay. Genau, jetzt haben wir das mit dem Ruf. Wo wir den Ruf für die Ponys brauchen. Wenn wir welche erwerben wollen. Das muss ich mir noch überlegen. So, Einsiedler auf der Heide. Okay, dann werden wir die Folge an dieser Stelle auch wieder beenden. Wenn euch die Folge soweit gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach hoch da lassen und gerne auf der Endcard vorbeischauen. Dort kommt ihr wieder wie gewohnt zum letzten Video und auf der rechten Seite zu meinem Kanal, wo ihr abonnieren könnt. Dort ist jetzt auch vor kurzem ein neues Let's Play gestartet. Ich hoffe, es gefällt euch. Schaut doch mal rein. Und für alle Leute, die per Handy online sind oder generell per Handy die Videos schauen, ihr findet alle weiteren Links unten in der Videobeschreibung, die auch oben hin verlinkt sind. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bäh, ich werde verdeckt. Hilfe. Genau, bis dahin. Tschüss. Jesus, Jesus.